krass. Boah, das könnte was richtig das Gutes werden. Ich habe schon fast so viel Bock, dass ich noch ein Rennen fahren könnte jetzt. Ja, das ist halt echt anstrengend. Und das habe ich nicht trainiert, das nächste. Das macht einen Unterschied, ob man trainiert oder nicht. Ja, bei mir schon. Also vor allem, wenn ich jetzt noch nicht... Ich bin ja noch nicht so der Beste. Klar, wenn man trainiert, sieht man, dass ich doch gut fahren kann. Und du siehst halt im Training, kannst du dir halt so Sachen raussuchen, wie eben in dieser Kurve, dass ich doch am ersten Gang viel besser durch diese Kurve durchkomme. Und eben voll auf der Ideallinie fahren kann. Ich kenne die DRS-Punkte ganz genau. Ich weiß hundertprozentig, wann ich draufdrücken muss. Ja, also man lernt schon ein bisschen was dazu auf jeden Fall. Man lernt die Strecken einfach mehr kennen, auch für kommende F1-Teile. Wenn man sich damit wirklich beschäftigt, wie ich das dieses Jahr tue und auch bisher getan habe, dann ist das echt gut. Ich habe ein Auto vor mir. Echt jetzt? Schon? Ja. Lol. Sirotkin? Ja, tatsächlich. Bitte halt mich nicht auf. Oh, er macht Platz. Das war richtig gut. Das war nett. Ja, wenn du ihn am richtigen Punkt erwischst, dann machen sie ja immer Platz. Wenn du jetzt in Monaco in 1000 Kurven bist, da kann er nicht richtig Platz machen. Macht er auch nicht. So einer wie Wehrlein, der hat sowieso nie Platz gemacht, egal ob er konnte oder nicht. Oder wenn, dann hat er angetäuscht, so, ja komm, ich mach Platz, dann ja, zieh er wieder rüber, zack. Das war geil. Den Typen, den haben wir geliebt. Ihm gebührt. Fahrer hinter mir. Ihm gebührt Ehre. Ah, du hast aufgeholt. Ja. Ja, ich fahre aber auch. Fährst du noch auf Fett? Ja. Ja, ich nicht mehr seit ein paar Runden. Er wollte, dass ich in 19 anstatt 21 reinkomme, mache ich aber nicht. Mein Plan ist auch 19 reinzukommen. Hast du angenommen? Nee, also das ist der normale Plan. Ich meine, nein, achso, nein, 21. Ja, genau, und er hat mir jetzt vorgeschlagen, 19 zu gehen. Aber nee, lass mal. Fahrer hinter mir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 11,4 Sekunden. Gehst du dann wieder in 20, weil dann hast du ja genauso viele Runden, weil du ja vorher gegangen bist, oder gehst du nach mir? Dann. Ja, kann ich machen, 20 ist okay. Okay, Sirotkin überholt. Also ich fahre so Standard, fettig, ich ändere das die ganze Zeit. Ich muss jetzt ein bisschen auf achten, ich hatte wirklich viel Überschuss dabei. Jetzt muss ich auf Benzin achten. Ich habe ungefähr plus 1,5 jetzt bald nur noch. Und dann manage ich das mal ein bisschen besser als bisher. Ich habe 0,6 im Überschuss. Ich fahre noch mal ein bisschen fett, wenn ich die neuen Reifen habe. Ansonsten fahre ich jetzt gerade einfach meine Runden. Ja, das Beste ist einfach langsame Passagen, einfach auf mager. Das mache ich gar nicht, das so zwischen umstellen. Ja, ich habe mir das extra dafür auf den Slot gelegt. Für mich ja, wie gesagt, ein bisschen mehr mit F1 beschäftigen jetzt. So Zwischenkurven Standard und auf Langgeraden fett. Weil dann hast du echt, du verbrauchst ja quasi. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht. Was? Das war schlecht. Hier liegen Teile. Ja. Hilfe. Meine Teile. Sind welche in der Box, ne? Sehe ich gerade. Auf der Map. Also wir kommen auf jeden Fall an die Überrunde jetzt. Der eine oder andere war. Hast du den anderen auch schon? Ja, hast du Rotkin auch schon, ja. Den habe ich mir schon gesnackt.
Ich habe einen gelben Frontflügel, aber ich weiche nicht von der Taktik ab, aber nichtsdestotrotz werde ich mir den Flügel natürlich reparieren lassen. Ja, das. Wenn ich dann an der Box bin. Das ist klar. Oh shit. Mach keinen Scheiß. Nee. Eine Zickzack-Kurve da. Ich mag die Kurve nicht. Schlimm. So, ich hoffe, dass das müsste eigentlich auch hinhauen von der. Krass, wir sind jetzt wieder 9,4. Was passiert? Genau. Das macht. Jetzt, wo wir beide wieder auf Standard fahren. Was? Das haut irgendwie auch voll hin mit der Kamera. Ich habe noch ungefähr 8 Minuten, dann muss ich die wieder neu starten. Und das kann ich dann in der Box machen. Das haut recht gut. Ich dachte echt, durch den Flügel hätte ich auf jeden Fall schon safe meinen ersten Platz an dich abgegeben, aber offensichtlich ja, doch noch nicht. Definitiv nicht. Ich fahre auch nicht die besten Runden. Was fährst du für Runden? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich fahre auf jeden Fall. Ich fahre gerade ohne ERS. Nee, ich fahre auch keine. Ich fahre so eine Sekunde schlechter als meine Beste. Ich ungefähr zwei. So, ich bin jetzt direkt beim Überrunden. Okay, ich hoffe, ich kann das ein bisschen umgehen. In diesen zwei oder drei Runden, die ich hier noch habe vor der Box. Kann tatsächlich gut möglich sein für dich. Komm schon. Rix, mach keinen Quatsch. Die machen doch immer irgendwelche Faxen, das ist unglaublich. Okay, Hamilton hat Raikkonen wieder überholt. Ja. Läuft. Also die fighten sich da auf jeden Fall immer noch. Ah, hier sind so viele Autos. Ich bin jetzt quasi mitten in einem Pulk. Ja, ich sehe es. Okay, ich habe ultra wenig ERS, merke ich gerade. Ups. Ja, ich musste gerade auch ohne ERS fahren, eine Runde. Ja, eine ganze fahre ich nicht, aber hier in der Passage lasse ich es jetzt mal. Hier lasse ich es jetzt mal. Nachher habe ich natürlich wieder drauf. Hartley kommt jetzt. Wie viel der Platz? Kann ich noch nicht erkennen. Okay. Platz 18. Ich finde es auch ein bisschen witzig. Platz 17 ist auch direkt vorne. Halt auf diesen Knöpfchen hier rumdrücken, das ist irgendwie lustig. Kann man so ein bisschen. Das stimmt, man muss bei F1 2018 auf jeden Fall viel mehr umschalten. Ansonsten bin ich auch immer im Reifenmanagement-Fans, aber irgendwie jetzt gar nicht mehr. So, Gasly ist der nächste. 26 bis 30. Krass. Wie viel hast du? Auf dem vorderen 14 und 16. Alter, du bist ja. Ich habe aber auch 28 auf beiden. Aber vorne habe ich. Vorne habe ich auch einen mit 21. 21, 26 und hinten 30, 30. Machen wir mal hier so. Jetzt habe ich ein bisschen viel umgestellt und fahre dadurch natürlich kacke. Wow, Gasly hat gerade die Wand geküsst. Echt jetzt? Ja. Jetzt haben wir Raikkonen, Hamilton, die battlen sich übel. Ist jetzt Hamilton gerade Raikkonen. Also du gehst jetzt diese Runde an die Box. Soll ich gehen? Mega, also ich gehe auf jeden Fall nächste Runde. Ja, die Reifen sind halt gut eigentlich, ne? Kannst auch länger draußen bleiben. Wenn du sagst, du willst es. Du kommst aber auch an die Überrunde. Also mir ist das egal. Ich gehe auf jeden Fall Runde 21 an die Box. Jetzt. Stimmt, wegen den Überrundern. Ansonsten wäre ich jetzt nicht gegangen, aber die Überrunder sind ausschlaggebend. Definitiv. So, auch wenn mich dann Hamilton, Bottas und so wieder überholen und ich dann auch mit in deren Fight reinkomme,
Ich habe auch gar nicht angesagt, dass ich in die Box gehe. Das war vielleicht ein Fehler. Vielleicht. Keine Ahnung. Trinken wir nochmal was. Oho, ich werde so aufgehalten. Okay, ja, ich bin Sechser. Hinter Bottas. Hinter Bottas, Vettel, Raikkonen und Hamilton. Aber da ist ja so ein Abstand. Also ich habe ja den Ultra-Abstand auf Platz 7 auf Alonso. Fahrer hinter mir. Das ist unglaublich. Oh, da konnte ich gerade so ausweichen. Stroll, das wäre beinahe ein Unfall gewesen. Du hast auf jeden Fall aber Abstand zu Hamilton. Ordentlich auch. Warnung, Kollision mit Stroll verursacht. Junge, das war knapp. Aber nichts kaputt gegangen. Aber ich fahre ja jetzt eher in die Box und da wird repariert. So, also du hast ja fast einen Boxenstopp rausgefahren, glaube ich. Du müsstest. 25,9. Du müsstest ja fast noch aber erst dann bleiben. Du müsstest sogar noch, ja. Nee, ich. Wegen Flügel reparieren glaub ich nicht, dass ich erster werde. Also ja, bleibe. Ja, stimmt, Flügel reparieren ist halt das. Da kommen sie, ich fahre raus gerade. Vielleicht. Es wird sehr, sehr knapp. Es wird richtig knapp. Nee, du bist auf jeden Fall erster, denke ich. Ja, okay, gehen an die Box. Ja. Gehen an die Box. Ja, ein Mercedes und ein Ferrari, die anderen gehen gleich. Ja. Aber es ist auf jeden Fall krasser Abstand zu Platz 7 von Platz 6. Es waren gerade 35 Sekunden, wo ich Platz 6 war. Also die haben sich auf jeden Fall von Alonso weggefahren hier. Raikkonen ist jetzt auf Platz 2. Ja, dann geht Raikkonen und Bottas gleich an die Box. Und wir sind wieder Platz 1 und 2. Mega. Ey komm, das könnte echt der erste Doppelsieg werden. Ich habe ja gesagt, von Monaco aus, mit Monaco oder eben nach Monaco. Monaco lief ja bei mir auch ganz gut. Geben wir richtig Gas. Ja, also für mich war klar, ab nach Monaco wird es wieder bergauf gehen. So. Also mal gucken. Kann ich nochmal ein bisschen pushen? Ja, jetzt eigentlich fahren. Aber ich habe die Kamera nicht. Oh fuck. Ich habe die Kamera nicht neu gestartet in der Box. Noch erzählt, dass es so gut passt. Wow. Danke dafür, Iblali. Zehn Sekunden habe ich zu dir Abstand, okay. Passt. Es läuft. So, dann lassen wir kurz den Bot fahren. Start neu. Ich glaube, ich habe die Kamera jetzt ein bisschen verwackelt. Aber das passiert. Boah, ich bin auch schon wieder hart am Schwitzen. Mir ist so warm. Softboxen bringen mich um, echt. Ah, Leute, das ist so crazy. So, Benzin drauf achten. Mal gucken, ob es reicht für eine schnellste Runde. Ah, oh, die Kurve richtig schlecht genommen. Leiser jetzt. Echt? Ja. Gar nichts gemacht. Jawohl, hat gereicht. Alter, fast 1,23 sogar. Krass. So, ich stehe auch wieder auf Standard, damit ich gleich mit Fett Überrundungen machen kann. Ich fahre jetzt auch meine Runde richtig schlecht. Oh shit. Weil ich muss auch echt mal wieder sparen. Bin so am unteren Level, ich will so in dem mittleren Level bleiben. Dafür fahre ich jetzt mal echt ohne irgendwas. Ohne ERS zumindest. Ah, ich bin wieder bei Platz 19, Alter. Ja, what the fuck? Ärgerlich. Das ist eigentlich ganz gut, dass ich die umgehen konnte. Das ist richtig gut, ist das.
nicht auch alle jetzt an die Box gehen? Oh, Eriksen, ey. Hält der mich auf. Das war echt. Boah, ich hab so Hunger, ich muss gleich erstmal was essen. Ja, machen wir auch, glaube ich, zwischen F1 und ETS. Machen wir mal eine Essenspause. Danach nehmen wir ETS auf und. Oh, Junge. Noch ein bisschen PES. Die einem manchmal Platz machen, weißt du? Ich denk so, okay, er macht mir keinen Platz. Ich will nach rechts ausweichen, um ihn zu überholen, weil ich voll im Windschatten war. Plötzlich fährt er auch nach rechts. Oh, yo, was ist denn hier passiert? Was ist denn passiert? Ich habe 4 Autos vor mir, direkt in so einer Perlenkette, Alter. Wir sind, guck mal auf die Map, wir sind alle. Ja, ich sehe es. Fast alle Autos sind hier gerade hintereinander, Junge. Ich hab doch dieselbe Farbe irgendwie. Alter, alle überholen gleichzeitig. Hilfe! Mach bloß keine Scheiße, ja. Doppelüberholmanöver. 4 Leute habe ich gerade überholt. Junge, bin ich krass. Ja. Das hat Zeit gespart. Das glaube ich. Bin ich gerade alle schön gegenseitig blockiert. Aber das Beste an dieser Saison, finde ich, also F1 2018 macht wirklich richtig viel Spaß. Das Beste ist aber wirklich, dass wie das ohne unsichtbar ja, und das so. Ist echt coole, das ist eine coole Funktion, ja. Dass sie das endlich geschafft haben, dass man das ausstellen kann. Ich habe mir auch nochmal dein Video angeguckt, wo du beim Safety Car gerammt wurdest. Und da war das genauso. Du warst beim Safety Car, hatte dich ja gerammt. Und dann sind die alle hintereinander reingefahren, ineinander. Ja. Untereinander eben, weil irgendwas ist mit und Mercedes. In Monaco? Irgendwas ist mit Mercedes. Bottas hat irgendwie da, bei dem ist gelbe Flagge und der fährt ultra langsam. Okay. Startziel. Monaco wäre ja auch nicht so gewesen, ja, wie es gewesen also ist. Bottas, Monaco. Wir sind ja auch alle Monaco ist, ineinander reingefahren. Monaco ist wo 17 weniger aufregend gewesen wie jetzt eben zu 18. Dadurch, dass. Aber das macht's auch voll cool. Also das. Ja, also das macht's so lang cool, bis sie alle in dich reinfahren. Ja. Aber Bottas ist gut, langsam ja. Anscheinend. Ja, der ist gerade Startziel. Der ist so langsam wie manchmal irgendwie Wehrlein in letzter Saison. Also er hat anscheinend ja, Probleme mit dem Auto. Das habe ich mir immer mal gewünscht, dass Mercedes Probleme mit dem Auto hat. Und in F1 2018 ist Mercedes ja gar nicht mehr so stark. Also ja, weil Ferrari, also Ferrari ist die sind immer noch voll stark, aber Ferrari ist halt auch richtig gut jetzt. Und wir sind auch noch mit dabei. Ja, da. Aber wir müssen gerade erst halt da wieder aufholen. Da ist er auf der Ideallinie, ja moin. Jo, sein Reifen, Alter. Sein hinterer Reifen ist geplatzt. War viel zu schnell, um das ja, erkennen ich zu können, dass bei der den kaputt Kurve, ist. Der war ja Safety Car! Ja. Och, das ist jetzt aber doof, das Alter. Das ist echt doof. Ich verliere 10 Sekunden zu Hamilton und du 10 Sekunden zu mir und 20 zu Hamilton. 28 hatte ich sogar auf Hamilton. Aber wir können Mager stellen und ERS sparen. Ja, das ist ganz okay. Das stimmt. Aber ansonsten, ich habe einfach nur Angst, dass ich jetzt wieder weggerannt werde von den ganzen, die mich. Ich wette, die wollen gleich wieder irgendwie überrunden. Oh, das ist das Gute, aber ich habe ganz viele Überrunder ja noch zwischen uns. Ja, stimmt, die musst du jetzt nicht mehr. Stimmt. Also Bottas damit raus. Ja, ich war halt so langsam, weil er in der Kurve war und auf der Ideallinie. Da musste ich auch richtig abbremsen. Also sein hinterer linken Reifen war geplatzt. Da ist doch bestimmt einer in den reingefahren gerade, oder? Weiß ich nicht, kann sein. Eben, das kann sein, weil der so langsam war, ist einer reingefahren. Richtig dumm mal wieder. Auf jeden Fall ist Bottas, kriegt er keine Punkte. Und Mercedes dadurch auch nur durch Hamilton Punkte. Wobei Hamilton boah, wahrscheinlich... Boah, Alter, Leute, bitte drückt einmal kurz alle die ja, Daumen, alle. Bitte alle wirklich. Hashtag Daumen drücken in die Kommentare. Ja, und wir müssen jetzt die alle anbeten. Dass hier jetzt nichts ja, passiert. Ja, aber oh, Bottas! Junge! Ich. Was? Was? RIP. Was? Absolut RIP. Was? Ich darf. Ich muss. Nee! Mach! Alter! Was passiert? Oh, hier stehen alle! Junge! Ja, weil ich darf Bottas nicht überholen!
Aber die überholen mich gleich. Deswegen wir stehen alle, die fahren aufeinander. Nicht, bitte nicht in mich, bitte nicht in mich. Wir stehen auf der Strecke gerade, das hatte ich noch nie. Ich weiß, ich hatte, das hatte ich noch nie, Alter. Stau in F1. Ich darf, wir fahren gerade 6 km/h und ich fahr darf 0. Nicht an dem ich vorbei. Stehe. Ich fahre 0 km/h, das hatte ich noch nie in F1. Hey, warum fahren die denn nicht an dir vorbei? Ja, das finde ich, Alter, das finde ich gut. Ja, was ist da dann gut? Guck mal, was wir machen. Das musst du dir aus meiner Perspektive angucken. Ich stehe gerade hinter Stroll. Ich stehe hinter Stroll. Was ist das? Geht wieder ich weiter. Aus. Ich will auf der Bottas überholen. Alter, Junge. Ich krieg gerade eine Strafe, ne? Was? Wieso hast du eine Strafe? Habe ich eine Strafe bekommen oder nicht? Raikön ist auf jeden Fall an dir vorbei. Ich gebe jetzt auch Gas, ich fahre auch an denen vorbei. Die überholen Bottas nicht. Also da steht ja bei dir oben rechts, ob du das, den Platz wieder zurückgeben musst, nee, oder nicht. Nicht. Aber ich habe eine Strafe, glaube ich, bekommen, für, weil ich stehen geblieben bin. Glaube ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin nie ganz stehen geblieben. Ich habe immer so ein bisschen. Ja, aber ich wusste jetzt nicht, ob ich vorbeifahren darf oder nicht. Ja, ich wusste es auch nicht. Ich stand die ganze Zeit auf gleicher Höhe. Genau, ich stand die ganze Zeit hinter den anderen. Die standen ja auch alle hinter ihm. Und auf einmal zieht Raikön einfach an mir vorbei. Der hat einfach aufs Gas gedrückt und fährt einfach. Ich meine, ich bin jetzt auch gefahren. Also ich durfte anscheinend vorbei. Jetzt bin ich halt Dritter. Ich werde Raikön hoffentlich überholen. What the fuck, einfach nur. Das war ganz so geil. Ich hab mich übel aufgeregt, aber es war schon echt, was ist das? Ja, guck mal, weißt du, Kollision mit dem Safety Car verursacht Verwarnung. Dein Ernst? Aber nichts kaputt. Van Dorn ist ja auch noch dazwischen, ne? Van Dorn, ja, ja. Van Dorn, ne, oder? Bist du hinter dem? Ich bin hinter Raikön. Oh, Mist. Raikön ist hinter Van Dorn und ich bin... Hä, da waren noch viel, viel mehr Überrunder. Wo sind die alle geblieben? Ja, alle hinter Bottas. Die sind alle... Hast du die alle überholt? Die sind alle stehen geblieben und Raikön, ich stand als letzter hinter den allen und ich bin in Raikön reingefahren. Raikön ist an allen vorbeigezogen und dann dachte ich, ich fahre jetzt auch vorbei, weil du gesagt hast, Raikön ist vorbeigezogen. Dann bin ich auch an allen vorbeigefahren. Und jetzt bin ich halt deswegen hinter Raikön, aber vor allen anderen. Und hab einen leicht orangen Frontflügel, weil ich Raikön drauf gefahren bin. Ja, nicht mehr so viele Runden. Ja, es ist nur leicht, oder? Ich hoffe, du überlebst es. Ja, das Safety Car. Du überholst natürlich Raikön auch. Das Safety Car ist jetzt nur das Problem beim Überleben und so. Weil, wenn ich zu weit nach vorne auffahre, kriege ich einen Frontflügelschaden. Und hinter mir habe ich ultra Angst. Bis jetzt. Junge, was ist das denn? Also, die Saison ist. Also, es macht Bock halt einfach. Mehr kann ich nicht sagen. Das, aber was hier passiert, das finde ich aber cool, dass so viel passiert. Das ist schon crazy. Wenn wir jetzt auch noch einen Doppelsieg einfahren, wäre das halt der Hammer, ne? Ja, wenn wir das Hammer schaffen. Ja. Yeah. Ich habe immer noch Angst. Also das Einzige, weswegen ich gar nicht so, also dadurch, dass Van Dorn halt noch hinter mir ist, ja, habe ich zwar auch Angst, stell dir aber mal vor, wie in Russland ich damals. Ich sollte ihn überholen lassen, er hat nicht überholt, dann wurde ich rausgekickt. Komplett. Ja, am stimmt. Ende des Rennens einfach. Das wäre jetzt komplett dasselbe. Ich will nur nicht, dass mich Alonso dreht. Alonso ist übrigens hinter mir. Die haben. Ist ja, der Vierte? Die haben jetzt ohne Spaß, also die, dadurch, dass alle gestanden sind und manche eben wie ich hinter der ganzen Schlange. Ich muss das aus deiner Sicht auf jeden Fall. Ja, also manche wie standen wie ich einfach hinter der Schlange und manche sind anscheinend einfach vorbeigefahren, wie Raikön. Und dadurch hat Raikön mich überholt. Alonso hat anscheinend Vettel, Hamilton und Bottas überholt. Ja, Bottas ist ja nicht mehr da. Aber Vettel und Hamilton hat er einfach überholt, weil er einfach gefahren ist. Also die haben sich's getraut, einfach zu fahren, ich nicht. Zumindest am Anfang nicht. Bin ja dann hinter Raikön auch einfach gefahren. Aber... Ey, wie lange bleibt das hier eigentlich draußen? Ja, passt ey, so. Ohne Witz. So letzte Runde, dann überhole ich noch schnell Raikön und dann was die Sache. Ey, ich hab so Angst, wenn ich Raikön nicht mehr überhole, ne? Stell dir mal vor. Ich bin Raikön wieder drauf gefahren. Jetzt ist der dunkel orange. Was machst du denn? Ja, Mann, ich hab Angst vor dem Alonso hinter mir, Mann. Ich fahr halt nah auf. Und manchmal fahr ich dann drauf. Okay. Stellen wir auf Fett. Und auf Hotlap. Ich weiß nicht, ab wann ich wieder beschleunigen darf.
zähl runter. Ich darf ab jetzt. Darfst du? Glaube ich. Sag, wenn du Gas gibst. Sag direkt. Ja, ich geb ja, schon Vollgas. Gas. Ja, mach ich ja gerade. Ja, aber ich meine, wenn es wieder Renngeschwindigkeit ist, wir fahren nicht so schnell. Ach so. Sag direkt Bescheid, weil du bestimmst es ja. Jetzt. Okay. Jetzt. Oh shit. Da stand ich kurz. Ich kann leider nicht so gut fahren jetzt mit dem Frontflügel, aber ich probiere mein Bestes. Aber dass du die Überrunde nicht vorbeilassen musstest, crazy. Ja, das war sowieso alles ganz verrückt. Du hast vor allem jetzt haben wir alle überrundet, weil wir einfach an denen vorbeigefahren sind in der Schlange. Alter, what the fuck? Die sind ja richtig gearscht. Boah, aber ich fahre nicht gut, ne? Also Raikön wird eine Herausforderung. Kannst du den ein bisschen aufhalten vielleicht? Wobei riskierst du lieber nicht, fahr einfach als Erster. Ja. Das ist auch okay. Das war gut für die Reifen jetzt für mich. 3,2 Sekunden Abstand habe ich. Ich glaube, der hat Van Dorn gerade gecatcht. Ja, ich habe ihn jetzt auch. Van Dorn halt. Aber Raikön ist halt noch vor mir. Guten Stücken. Hoffentlich hält Van Dorn aber die anderen auf. Dass die mir keine Gefahr werden. Okay, Vierter ist jetzt wieder Hamilton. Hamilton hat anscheinend wieder Alonso überholt. Schade. Boah, hinter mir sind ganz viele Überrunder, ne? Also die ich überrundet habe. Und Hamilton ist ein bisschen weiter hinten. Ich habe 2 Sekunden auf Raikön. Krass. Er zieht mir richtig davon, auch mit meinem Frontflügel jetzt. Ja, Erster und Dritter ist auch nicht schlecht. Ja, aber ein Doppelsieg wäre schon sexy. Ja, das stimmt. Erster und Dritter ist verdammt gut, aber wie gesagt, ein Doppelsieg wie schon extrem geil. Aber ich fahre die Ideallinie nicht. Bei mir steht übrigens immer noch Safety Car fährt los, Geschwindigkeit halten. Lol. Das ist auch geil. Richtig bugfreies Spiel, habe ich gehört. Ja. Vor allem, ich bin auf Fett und auf Hotlap gefahren, komme nicht an Raikön ran. Jetzt muss ich runterstellen. Also, Fett kann ich immer noch, aber ERS nicht mehr. Und bei der Box bin ich 1 Sekunde schneller als Raikön pro Runde. Okay, krass. Ja, du wirst es dann auf jeden Fall als Erster machen. Ich verliere Abstand. Also Raikön ist deutlich schneller als ich. Hamilton holt sogar noch auf. Er hat nur noch einen über runter und dann holt er richtig auf mich. Ja, den hat er jetzt auch gecatcht. Er ist auch an Van Dorn vorbei. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,7. Komm schon, wieder Platz schaffst du. Der kommt mir jetzt richtig nah. Der gibt richtig Stoff. Oh lol, da ist irgendein roter Punkt auf der Map ultra weit abgeschirmt. Stimmt. Was ist denn da jetzt los? Das Fette? Nee, glaube ich nicht. Das kann eine Leclerc sein oder so. Die haben auch. Die sind auch relativ rot. Und das ist mehr dunkelrot und das ist. Ja, wenn es Vettel wäre, du wirst es ja gleich sehen. Okay, Hamilton hat 0,5 Sekunden aufgeholt. Und Raikön 0,5 Sekunden gewonnen. Also. Vettel, Hamilton 4,5 von mir entfernt und Raikön 4,5. Eigentlich fährt der rote Punkt, er ist zwar sehr weit weg von allen, aber er fährt schnell. Ja, wer war's denn? Ja, ich sehe es ja nicht, aber ich sehe nur den roten Punkt, der schnell fährt. Da hinten ist er. Ach, ich dachte, du wärst da, das ist ja Raikön hier.
Dachte, das ist Raikön. Vielleicht ist es tatsächlich Vettel. Vielleicht haben die über Runde den alle überholt. Krass. Aber Mercedes hat auf jeden Fall nur Bottas raus, nur Hamilton Punkte. Okay, Hamilton hat eine Sekunde aufgeholt auf mich. The fuck? Junge, ich krieg richtig Panik gerade. Hilf mir! Ich hab noch eine Runde. Ich muss mich verteidigen hier gegen Hamilton. Ja. Bin jetzt in der letzten. Ich fahr gleich über Startziel. Also, zweiter schaffe ich auf jeden Fall nicht. Aber ich bin mit dem dritten Platz wäre ich ultra zufrieden. Hamilton, geh weg. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Pesel dich. Darfst du nur nicht vorbeikommen lassen. Ja, ich darf ihn nicht rankommen lassen, das wäre einfach das Beste. Wenn er rankommt, dann ramme ich ihn weg. Also er darf nicht vorbei, aber... Also dritter Platz ist super. Erster und dritter ist fast wie ein Doppelsieg. Ist eigentlich ein Doppelsieg, wir sind ja beide auf dem Podium. Aber ich habe 6 Sekunden zu Raikön. Ich laber gerade nur noch Scheiße, weil ich ultra aufgeregt bin. 6 Sekunden auf Raikön, das ist unmöglich. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ich habe 5,6 Sekunden bei Raikön. Der holt ultra was raus. Der hat 6,3. Aber ich habe zum Glück noch 3 Sekunden auf Hamilton. Kommen der Startziel immer näher. Ich habe auch noch recht viel Benzin mit und bin auch noch schwer. Jawohl! Nächster Rennsieg für dich. Yes. Okay, ich bin Dritter geblieben. Puh. Safety Car fährt los, halte die Geschwindigkeit. Bottas wurde disqualifiziert. Yes. Vielleicht weil er so langsam war mit dem geplatzten Reifen. Hat er jemanden aufgehalten, deswegen ist jemand in ihn reingefahren, deswegen haben sie gesagt, er wird disqualifiziert. Weil er die Kollision verursacht hätte. Ich sehe, keine Ahnung. Fahrer bereits unterwegs in Richtung. Jawohl, beide auf dem Podium, das hatten wir jetzt auch noch nie. Leider nur erst und dritter, aber das ist sau stark. Mega geil. Ich habe keine Ahnung, wo Vettel ist. Wäre witzig, wenn Vettel wirklich der da hinten wäre. Dann hätte Ferrari nur einmal Punkte geholt, Mercedes nur einmal und wir zweimal. Ja, das sehen wir ja jetzt. Ja, gleich. Ich habe noch nicht weiter geklickt. Ich auch nicht. So, jetzt kriege ich erstmal hier EP und jetzt gucken wir drauf. Ne, Vettel war es nicht. Vettel hat aber eine Strafe. Der ist durch die Strafe Achter geworden. Und Hamilton hat auch eine Strafe. Er hatte auch eine Strafe. Weil er war direkt hinter mir. Ich hatte richtig Angst. Hätte ich gar nicht haben müssen. Crazy. Und ich habe tatsächlich auch eine Strafe, ja. Doch, Vettel war der. Weil, guck mal, alle anderen habe ich überrundet, das heißt, er war halt der Letzte. Ach so, aber er hatte die auch schon mal überrundet, ja. Ja, ich hatte auch eine Strafe, hatte ich doch recht. Ey Junge, zum Glück bin ich Dritter geblieben. Weil ich stehen geblieben bin, halt hinter Bottas. Keine Ahnung, das war so ein Chaos. Ja, hätte Hamilton auch die Strafe nicht bekommen, ja. Dann wärst du krass, auch... Ja. Okay, ich bin auf jeden Fall Achter in der Rangliste. Du bist Vierter. Ich bin Rangliste. Bin Vierter geworden, einer. Sehr gut. Boah, Bottas vor Hamilton. Oh. Aber ich bin jetzt auch wieder in direkter Reich. Alter, Raikön ist jetzt auch Platz 1. Was geht Hamilton. Denn hier ab? Krass. Und ich bin in direkter Reichweite von Platz 1. Also das heißt, wenn Kimi Raikön keinen Punkt holt, aber ich wieder gewinne, dann könnte ich den sogar überholen. Ja, dem was... Bottas und Vettel natürlich. Also ich bin auch nah dran. Also ich habe, wie viele Punkte habe ich hier? 5. 49 insgesamt. 5 Punkte habe ich auf Platz 6 Hülkenberg. Also 5 Punkte werde ich doch wohl zusammenbringen in den nächsten Rennen. Und dann wäre ich schon mal auf Platz 6. Das wäre schon mal richtig, richtig gut. Und in der Konstrukteur sind wir auf Platz 3 geblieben. Haben natürlich gut Punkte klar gemacht gegen Mercedes, die nur einmal Punkte geholt haben heute. Und Mercedes ja auch nicht so gut heute gefahren. 66 Punkte insgesamt auf Ferrari. Eieiei. Aber Mercedes könnten wir uns bald catchen. Dauert nicht mehr so lang. Ja, Ferrari macht das richtig gut, aber... Force India rutscht immer weiter ab. Renault hat auch Force India jetzt überholt. Die nächsten Rennen ganz gut und dann arbeite ich mich irgendwie auch weiter vor, du dich auch. Und dann Mercedes können wir irgendwie nächstes Rennen vielleicht schon bekommen. Und ansonsten übernächstes, würde ich sagen.
Ja, nächstes Rennen noch nicht ganz, aber übernächstes kriegen wir es hin. Ja. Also ich habe es euch versprochen, nach Monaco, beziehungsweise sogar schon mit Monaco, werde ich Gas geben. Hat geklappt, beide Rennen heute aufgenommen, beide echt gut gefahren. Ich werde weiter trainieren, weitermachen. Dir würde ich es auch empfehlen, auch nochmal ein bisschen draufzulegen. Ja, aber du bist auch super gefahren. Guck mal hier, Rennsieg. Ja, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. Oh.